Alle, gib mal ein bisschen Gossip. Du bist so eine Spandau-Bubble. Dann gib doch einfach mal Spandau-Bubble. Ja. Spandau-Bubble klingt richtig. Es ist halt irgendwie, also generell dieses Wort Bubble, ich mag das überhaupt nicht. Ich finde das richtig schlimm. Aber weil, das halt. Ja, aber es ist einfach nicht zutreffend. Also es gibt halt nicht die Spandau-Bubble, weil das klingt auch irgendwie so, als würden hier alle irgendwie darauf warten, bis jemand irgendwie was Blödes sagt und dann wird irgendwie direkt irgendwie was gemacht oder so. Keine Ahnung. Ich spreche mal für mich. Ich will das nicht, dass man mich in irgendeinen Topf schmeißt. Ich will eigentlich mit allen cool sein. Man kann doch nicht immer mit allem cool sein. Aber am Ende des Tages denke ich mir halt, ja, ich glaube, ich habe mit niemandem Stress. Ich glaube, es gibt niemanden, mit dem ich jetzt irgendwie Ärger habe aktuell. Sicher? Mit niemandem? Mit niemandem, nichts wurde an mich rangetragen, sag ich mal so. Wie sieht das so mit alten Streits aus? Hast du die mal alle beiseite gelegt? Alte Streits? Also es gibt so ein paar Leute, mit denen habe ich einfach keinen Kontakt mehr, glaube ich. Weil man sich dann auch so ein bisschen auseinander... Also was ist das hier eigentlich gerade für eine Situation, in der ich gerade... Ja, welcome to Gossip, ja, das klar. Ist ein Girly-Girl-Talk. Ja, okay, verstehe. Also es gibt natürlich so Leute, wo man sich jetzt so denkt, boah, weiß ich nicht, ob ich da jetzt irgendwie Bock drauf hätte. Aber ich bin eigentlich gerade in so einer weltoffenen Phase, wo ich einfach mir erstmal alle angucke, mit allen irgendwie was machen will und dann mal gucken, was wird. Wann hast du... vor Aussprachen zu machen mit all den Leuten, die du vernichtet hast in deinem Aufstieg. Aber das ist ja normal. Normalerweise geht man ja über Leichen, wenn man ein großer YouTube-Creator wird. Ja, bin ich ja nicht. Das ist ja das Gute. Aber du hast einen Song gehabt, einen Hit. Ein Hit. Ein Hit, ja. Das hier ist ja Real Talk 2.0, aber mit so zwei so Amateuren. Und wie profitabel ist das so in der Musikbranche? Kommt drauf an. Wie profitabel war es für dich? Bisher eigentlich ganz okay. Also ich habe jetzt ja schon ein paar Songs rausgebracht. Da sind schon so ein paar Tauis über den Tisch gegangen. Mhm. Hast du bezahlt, damit die Leute... Genau, also ich habe dafür bezahlt, damit die Leute das streamen. Ich habe quasi, jeder hat so einen Brief nach Hause bekommen von der Brieftaube. Also ja klar, für die Musikvideos habe ich auch deutlich mehr bezahlt. Also zum Beispiel mein zweites Musikvideo, was ich gemacht hatte jetzt letztes Jahr, da hatten wir halt einen Ferrari und dann hatten wir irgendwie noch eine Location und dann hatten wir noch irgendwie Leute eingeholt und alles Mögliche und dann sind da, ich glaube, der ganze Dreh mit allem drum und dran ist so 11.000 Euro gewesen und das Video hat halt 300.000 Aufrufe, also das kann man sich schon schnell ausrechnen, dass das jetzt nicht so worth war. Also rein finanziell, aber für die Selbstverwirklichung und für die Passion dahinter ist das schon worth. Also ich habe ja das Wichtel-Event. Das war erst geplant, dass in Real stattfindet. Ich will alles über Sponsoren laufen lassen. Ich cash da nichts rein. Und dann hieß es erst, dann war erstmal okay, klar. Dann gab's auch, war das dann so, okay, das wird so und so viel kosten. Kann ja so sagen, wie viel das so. Und dann wurde uns auch viel entgegengekommen, ne? Experion hat gesagt, ja, ihr könnt so dann und bla bla und die Stars, weil es ja Werbung auch für uns, die Stars, Ananas. Aber es hätte 11.000 bis 13.000 gekostet. Mhm. Das, also mit Mitarbeitern, ne? Techniker, dies und das. Und dann war eigentlich alles guter Dinge, dass es dann so alles läuft. Und dann immer kurz davor einer abgesagt an Sponsoren. Dann kam ein neuer rein. Dann hatte ich so viel Kopfschmerzen, weil ich mir dachte, oh mein Gott, das ist mir gerade irgendwie alles zu viel Kosten. Also ich habe, ja, ich kann das, könnte die Kosten natürlich tragen, aber ich finde das sind so hohe Summen irgendwie noch in meinem Kopf, dass ich dann, ich habe gesagt, nee, das ist mir zu viel Stress. Ich kann schon gar nicht mehr schlafen, weil ich mir immer denke, was kommt da noch auf mich zu? Und dann war es online. Mhm. War dann auch gut. Ich muss sagen, für mich ist das auch immer übelster Stress, wenn sowas ansteht, weil ich dann mir dann immer so denke, boah, wenn jetzt jemand absagt, dann ist alles im Arsch und dann hast du irgendwie schon eine Ankündigung gemacht oder so. Keine Ahnung, finde ich ein bisschen schwierig immer. Ich finde Influencer komplett unzuverlässig und ich habe gar keinen Bock auf die. Ich finde Influencer sind so mit das Schlimmste mittlerweile. Tatsächlich. Also no joke, ich finde Influencer richtig anstrengend. Aber also ich habe das schon mal mitbekommen, so wenn ich, Sonja, mit dir arbeite ich selber so gern zusammen, weil der auf dich verlässt, du bist immer pünktlich, du sagst Bescheid, du bist da und dann sag ich immer so, hä, natürlich, ich werde dafür ja auch bezahlt, je nachdem, ne, so, dann bin ich 3 Stunden vorher da, ich buche mir einen Zug, der mich morgens schon hinbringt, obwohl das erst nachmittags da ist, nur für den Fall der Fälle und dann so, ja, so sieht leider nicht jeder so und dann so, oh. Ich muss sagen, ich bin bei der Arbeit immer zu spät gekommen. Nice. Ich hatte wirklich keinen Vertrag damit, als ich für meinen Arbeitgeber gearbeitet habe. So, wenn du für dich selber arbeitest, dann ist das doch in deinem Interesse, immer pünktlich zu sein und, okay, immer das Beste zu geben und so. Ich raff gar nicht, wie man sich seinen paar Followern ausruhen kann und dann halt gar keinen Respekt gegenüber einem Auftraggeber, der dir halt irgendwie tausende...
Entschuldigung. Wow, da kam noch so ein kleiner, hinterhergeschissen. Was gekotzt, Digga, geil. Hinterherwerfen, aber das verstehe ich nicht. Also so, meinst du doch dein Image, oder nicht? Es wird ja, ja, safe, aber es wird ja immer von diesem, ja, geh mal richtig arbeiten geredet und bla und blub, ne? Also ich finde halt schon, dass viele das gar nicht so checken, jetzt von außen betrachtet, was da so alles dazu gehört, was man jetzt hier so macht. Und gerade wenn man mehr Reichweite hat, als irgendwie jetzt vor einem Jahr oder so, dann kommen halt auch Aufträge und so dazu. Ich glaube, man braucht halt trotzdem irgendwie so eine gewisse Wertschätzung, auch als Creator, Creatorin dafür, was man da halt eigentlich gerade für ein Privileg genießt so. Also das versuche ich mir zumindest immer wieder vor Augen zu führen. Jetzt als Beispiel, ich wurde jetzt halt übers Wochenende einfach nach Florida eingeladen, um mir da das Royal Rumble in WWE anzugucken. Also es ist halt Wrestling. Cool. Und ich finde das halt mega geil. Für mich ist das übelst der Kindheitstraum. Und ich bin seit Wochen einfach so innerlich so übelst hyped und finde das einfach nur geil. Und natürlich bin ich da einfach nur dankbar einfach für. Aber ich kenne auch die richtige Welt. Ich habe eine normale Ausbildung gemacht. Ich weiß, wie es ist, morgens aufzustehen, zur Berufsschule zu fahren. Ich weiß, wie es ist, von seinem Chef angekackt zu werden und irgendwie für 350 Euro im Monat zu leben. Auf die Arbeit zu gehen. Ja, genau. Also wirklich. Also ich weiß, wie das alles ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich das, was ich jetzt mache, nicht genießen darf. So, weißt du? Das hat ja keiner gesagt. Ja, ich aber. Aua. So viel Erziehermangel und du machst das. Ah ja, würde ja, glaube ich jeder machen. Hä? Keine Ahnung. Wenn man die Chance hat, dann macht man das. Also ich muss sagen, das hier war nicht mein Traum. Das hier, ne, also ich bin vielleicht eine der wenigen, die das sagen können, dass das hier ganz und gar nicht mein Traum war. Ja, machst du es dann? Weil ich gut darin bin. Okay. Und was ist dein Traum? Ich hätte halt gerne was mit Tieren gemacht und deswegen will ich ja diesen Lebenshof aufmachen, aber dafür brauche ich halt Kohle. Also ich weiß, dass ich wollte immer berühmt werden im Internet und ich habe schon mit 10 oder 11 Jahren meine ersten Sims 2 Videos auf MyVideo hochgeladen. Ich weiß. Dann war ich im Habbo Hotel, das ist ein Chatroom und da habe ich dann Internetradio gemacht und da hieß ich Charmine die Nette. Aber weil ich mit 13 Jahren, ich brauchte ja Aufmerksamkeit und deswegen habe ich dann Sexwerbungen nachgesprochen. Und deswegen hieß ich dann Hermine die Nutte. Aber es war mir ist das hier dein Traum, Kalle? Nee. Also mein Traum ist... Du willst doch Tanzlehrer werden, oder nicht? Ach, scheiß mal drauf. Nee, tatsächlich, ich kann ja tanzen, auch wenn ich fett bin, ist scheißegal. Ich habe tatsächlich einen Tanzlehrer... Du bist nicht fett! Halt mal das Maul kurz. Und bei mir war es eigentlich schon immer selber Musik machen so. Ich habe immer so mir so ein kleines Gammelmikrofon geholt und irgendwelche Beats nachgerappt und da irgendwas gemacht. Und jetzt eigentlich mit dem Kontakt zu Electric Callboy vor fast 3 Jahren mittlerweile, wo wir dann einfach so aus Jux gesagt haben, dass wir einen Song zusammen machen. Daraus ist dann jetzt entstanden, dass ich weitere Songs gemacht habe und mein Traum ist es eigentlich mal über ein Album zu machen und selber auf so eine kleine Tour zu gehen. Wenn ich das geschafft habe, dann habe ich wirklich alles abgehakt. Was ich dann mache? Also, dann hast du ja deinen Traum erreicht. Ja, also mir bedeutet tatsächlich, also es klingt vielleicht immer ein bisschen blöd, gerade wenn das irgendwie ein Streamer sagt, aber mir bedeutet halt Geld leider gar nichts. So, also ich finde Geld voll langweilig irgendwie. Und ich weiß halt auch, wie es ist, kein Geld zu haben. Also früher hatten wir immer gar keine Knete. Und ich, also ne, es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie immer so reich war und sage, ja, Geld ist mir scheißegal. Aber ich finde, Geld macht halt wirklich nicht glücklich. Also es macht halt nur Miete weg und Rechnung bezahlen so. Und ja, klar, wenn du was anschaffen musst. Aber ansonsten macht mich Geld halt tatsächlich irgendwie gar nicht glücklich. Und ich werde wahrscheinlich irgendwann einfach reinhauen und irgendwie in so einem buddhistischen Tempel leben oder so. Ja, ich hasse halt Menschen. Ich finde alles anstrengend. Oh mein Gott, Kalle, ich habe die Idee. Ich mache ja diesen Lebenshof. Du kannst also irgendwann einfach, wenn du damit fertig bist, kannst du einfach bei mir einziehen und dich nur mit den Tieren beschäftigen. Und ich will auch gar nicht mit dir reden. Ist mir scheißegal. Und ich darf dann einen IRL-Stream mal da machen. Ja, ja, du auch. Ist ja fast genau das, was ich gerade gesagt habe. Also, da hat Kalle ja schon beantwortet, Mauki, wie wichtig ist dir Geld? Wie wichtig mir Geld ist? Mir ist Geld extrem wichtig. Mir auch tatsächlich. Weil mein Traum lässt sich halt nicht damit erreichen, indem ich kein Geld habe. Für so einen Hof brauchst du ja, brauchst Land. Du brauchst das Haus, wo drin du leben kannst. Du brauchst aber auch für die Tiere Ställe, Käfige, konstant Heu, Stroh, dies, das, Ananas. Du brauchst Futter konstant. Du brauchst medizinische Ausgaben. Du brauchst wirklich so einen Scheißhaufen an Kohle. Ich bin da ganz offen so. Die Leute wissen, wofür ich streame und legit, ich hasse Streaming einfach nur aufgrund des Live-Aspekts. Mhm. Wenn ich nicht so beschissen in YouTube wäre, würde ich gerne YouTube machen, aber ich bin halt einfach ranzu schlecht darin. Aber diese Technik ständig. Aber 90% des Problems sitzen meistens vor dem Computer, ne? Du sparst ja eigentlich auch dein Geld. Ja, ich glaube, ich bin die Sparsamste und die das
Geld am besten angelegt hat auf Twitch. Hast du so, bist du so eine Investorin? Bist du so am Investieren und so ein Shit? Auch, ja. Also was kann ich halt nicht. Ich auch nicht. Ich mach das auch nicht. Lass das machen. Ich hab mir jetzt so überlegt, boah, hätte ich mal irgendwie so vor 10 Jahren einfach so ein paar Bitcoins gekauft. Das wäre geil gewesen. Ja. So, weißt du? Jeder! Oh, ja. Also das geht, ich habe jeden Monat, geht zum Beispiel da, also gibt es so verschiedene Pots, wo ich das reinmache. Ich habe für ein Jahr Gebühren dafür bezahlt. Ich glaube, es waren insgesamt tatsächlich so ein paar 1000 Euro, die aber jetzt wieder reingekommen sind. Man muss ja aber nur ein Jahr bezahlen und dann geht das weiter. Und dann haben die mich erst vor ein paar Monaten angerufen, gesagt, ey, Sonja, das eine wird jetzt ein bisschen crashy-mashy machen und das wird wohl eine Zeit lang unten bleiben. Lass uns das so machen, weil ich kann ja das Geld immer rausnehmen. Also wir verkaufen das jetzt hier wieder bei dir hier, tschuk-tschuk, und wir holen jetzt dir etwas, was erstmal den Wert behält. Dann zum Beispiel Gold oder so, ne? Und dann, sobald es wieder hoch, also sobald es wieder diese Krise überstanden hat, kaufen wir es wieder ein und dann geht es wieder weiter. So in die Richtung, weißt du, so geht das. Und dann natürlich noch so Krankenzeug. Gut versichert bin ich. Das ist alles klug. Ja, ich höre dir, ich finde das so stark. Für mich ist das alles Hexenwerk. Ne, mit Kohle habe ich das, aber ich kann... Was ich sagen kann, das war der bestbezahlte Kooperation, die ich jemals hatte. Ich würde jetzt gerne mal, was haltet ihr? Ihr habt doch bestimmt auch mal so diese TikTok-Streamer gesehen, oder? Was haltet ihr so von denen? Die dann sagen, oh, bei 500 Zuschauern rasiere ich mich. Also gäbe es in meiner Zeit TikTok, wo ich so jung war, ich wäre genauso einer. Wie alt bist du denn? Du tust, als wärst du 40. 27. Ja, Digga. Also ich sehe diese TikTok-Livestreams so wie, das wird geguckt, die kriegen Geld und wenn die das Ding ausmachen, sitzen die wie damals, wie ich, wo ich hier meine komischen Verarschsachen gemacht habe, aufs Bett und denken sich, haha, das war cool. Waren ja wieder viele dabei. Und die sind ja ganz anders in Real Life, das ist ja... Also, was, nee. Leute denken ja auch. Genauso. Ich bin auch, ich rede auch die ganze Zeit so in echt. Ja, ich bin tatsächlich nicht anders. Aber dafür kann ich immer, für mich ist das so weit weg, ich denke mir immer, keiner kennt mich eigentlich. Ich bin echt eigentlich so gechillomillot bin. Ich finde, Sonja, man merkt bei deinem Instagram-Content so ein bisschen, dass du gar nicht so bist. Also ich finde, da merkt man das schon. Da wirkst du schon, soll jetzt nicht blöd sein, aber du bist schon normaler irgendwie. Ja, das hat tatsächlich auch wieder einen Dingsbumsgrund, einen wirtschaftlichen Grund, weil ich auf Instagram dafür werbe, die jetzt wie zum Beispiel für so Make-up und ja, so. Ja, da musst du geil aussehen, ne? Das ist klar. Verstehe. So, das ist dann so, dass da kann ich dann das Normale und für Sportsachen, dann benutze ich Instagram für diese Sachen, für. Ne, und Twitch ist halt so Gaming. 2021 sahst du ja noch voll anders aus irgendwie. Ja, ich sah auch vor 10 Jahren noch anders. Ich war auch mal dünn. Also, was soll ich machen? Also, wieso sprichst du von dir aus immer das mit dem Dick an? Weil wir haben das noch nicht einmal erwähnt und wir werden das auch nicht erwähnen. Weil es ja eine Tatsache ist. Ich halte das lange aus. Mauki, er hat schon mehr auf den Rippen. Das brauchen wir gar nicht so abzustreiten. Ja, aber also ich finde nicht, aber du bist dass nicht er fett. So viel... Ja, nee, das wollte ich gerade sagen. Nicht fett. Ich habe auch mehr auf den Rippen, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ich bin fett. Ich glaube, warum ich das immer mit anspreche, weil ich mich selber so darüber ärgere, dass ich das nicht hinkriege, was daran zu verändern. Also jetzt mal ganz ungelogen, ich würde gerne ein bisschen anders aussehen. Also ich finde jetzt nicht, dass ich hässlich bin, finde auch nicht, dass ich zu fett bin, aber ich würde schon gern wieder in eine neue oder in eine ältere Form von mir kommen. Mhm. Und es gibt irgendwie so viele Punkte, die so faul an mir sind, die mir irgendwie im Weg stehen. Ich kann das gar nicht so richtig benennen. Da könnte ich immer sagen, ja, dann geh doch einfach zum Sport. Aber ich finde zum Beispiel ins Gym gehen, finde ich todeslangweilig. Ich finde es so langweilig, ins Gym zu gehen. Auch. Diese ganzen Leute, die so immer so, oh geil, jetzt erstmal wieder ein bisschen Eisen nach oben drücken. So, ich finde das so langweilig. So, keine Ahnung. Es ist super langweilig. Ich finde auch so, wenn ich so Nachrichten bekomme, wie motivierst du dich? Ich bin absolut nicht motiviert. Ich sag ja immer, ich bin in einer privilegierten Lage, ich bin körperlich und mental gesund. Ich habe da wirklich, das Einzige, was mich auffällt, könnte höchstens Faulheit sein. Mhm. Und dann ist so in meinem Kopf eigentlich, ich habe mir eine lange Zeit einfach in den Kopf gedacht, du tust einfach so, als würde diese eine Stunde Sport zu deiner Arbeit gehören. Du kannst nur deinen Stream machen, wenn du auch davor diese Stunde Sport machst. Mhm. Das habe ich mir irgendwie immer so vorgemacht, weißt du? Kommen halt die Ergebnisse, dann bist du tatsächlich mal motiviert, ne? Aber ansonsten... Das Einzige, was mich motiviert, aus dem Haus zu gehen, um Sport zu machen, wie heißt das? Wo man sich so anmeldet und dann ist man so in der Gruppe. Yoga.
Nee, Kurs. So Gruppen. Ne, so Kurs, dies, das, Ananas, du weißt schon. Also für mich ist es halt Kampfsport. Das ist für mich eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich durchziehen, da habe ich Bock, weil mich das dann pusht, auch irgendwie badass zu sein am Ende. Wäre das für dich nicht irgendwie so, dass du vielleicht tanzen gehen würdest oder so? Nee, für mich wäre das Optimum eigentlich, wenn ich wieder so Mannschaftssport machen könnte. Ich habe so eine kleine Sportphobie. Ich erkläre direkt, was das ist. Also bei mir ist es halt so, ich hatte mit 26 den übelsten Kreuzbandriss mit Meniskus im Arsch und so. Und der Arzt hat mir damals gesagt, du wirst nie wieder richtig laufen können. Und ich so, okay, ja, nice, coole Diagnose so. Das hat irgendwie auch voll was mit meinem Gehirn gemacht, weil ich dann so dachte, okay, der Arzt hat das gesagt. Dann bin ich zum zweiten Arzt gesagt und gegangen und der hat dann irgendwie direkt versucht, mir dann den Zahn wieder zu ziehen. So, nein, ist alles Quatsch. Dann hatte ich einen Personal Trainer, der hat auch gemeint, ey, wir kriegen das alles wieder hin. Aber irgendwie hat so dieser letzte Schub gefehlt, weil beim Personal Trainer war ich dann auch nur so, einfach um irgendwie Gewichte zu stemmen und sowas. Und ich brauche, glaube ich, einfach so eine Gruppe, mit denen ich irgendwo hingehe und wo sich Sport einfach wie Spaß anfühlt. Ich bin da einfach so ein kleiner Junge und ich brauche, glaube ich, einfach irgendwie so einen Ball, mit dem alle rumspielen oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das voll. Ja. Das ist auch so der soziale Aspekt da dran. Hast du geplant für dieses Jahr? Sich anmelden. Sich anmelden. Das Witzige ist, ich bin halt in einem Fitnessstudio angemeldet seit XYZ. So, ja, und aber das ist ja nicht das, was du möchtest. Genau. Ja, also ich habe einen Bogenschein gemacht. Ich bin Bogenschütze. Also ich darf offiziell Leute, ich bin jetzt gerade full focus auf Stream. Ich sitze halt den ganzen Tag vor der Kamera und versuche ein paar Prime-Stubs abzugreifen. Das ist so gerade so mein Job. Und ist übrigens mehr kostenfrei. Wie lang streamst du am Tag? Aktuell so 8 Stunden plus. Ja, da ist natürlich, ich bin ganz ehrlich, da ist halt auch keine Zeit für Sport und ja, aber ich glaube, das ist auch ein Irrglaube. Ich glaube, es ist ein Irrglaube. Man muss einfach gutes Zeitmanagement haben, was ich aktuell nicht habe. 8 Stunden... So, aber 8 Stunden plus und dann, also dieses, du kannst mir nicht mal so genau sagen, 8 Stunden plus, so, das ist ja, da fängst du ja dann schon an, so. Ja, aber ich bin jetzt gerade in so einer Phase, wo ich damit so Fulltime nur Streaming anfange. Ich habe ja jahrelang nur YouTube gemacht und jetzt will ich halt, dass die Leute erstmal sehen, Kalle ist da, der ist vielleicht ganz nett, dem schenke ich mal einen Prime-Sub. Aber am Ende des Tages, irgendwann habe ich auch vielleicht mein Privatleben, habe ich ja aktuell alles nicht. Ich habe überhaupt keine Verpflichtung, ich habe keinen Hund, ich habe keine Freundin. Ich muss nicht vor die Tür, wenn ich es nicht will. Ich kann einfach morgens aufstehen, Kamera an, wo sind meine Subs? So, das ist ja eigentlich ein perfekter Modus. Ja, verstehe ich voll, aber wie machst du das mit, wie alt bist du? Werde 34 tatsächlich. Wie machst du das mit dem, mit Schmerzen, Rückenschmerzen oder so? Du, also wenn du jeden Tag 8 Stunden streamst, musst du doch bestimmt irgendwie auch Rückenschmerzen oder sonst irgendwas haben. Aktuell geht's mir echt gut. Krass. Ja, und du solltest das nehmen, weil das ist nicht selbstverständlich und es so wertschätzen, dass du das nimmst und dafür etwas machst, das ist so lange wie möglich bleibt. Also was ich tatsächlich, danke Sonja, das ist wirklich ein guter Tipp, aber tatsächlich, also es klingt jetzt ein bisschen cringe, das sagen ja die jungen Leute heutzutage. Was ich morgens tatsächlich mache, sind Kniebeugen und Streckübungen, so Stretchübungen. Mache ich jetzt gut. Jeden Morgen aktuell tatsächlich, immer 20 Minuten. Hat mir Detlef Soos beigebracht. Das mache ich jetzt Anfang des Jahres. Ja, ich frage ja nicht, weil 30 alt ist, ich frage ja nur, weil... Ich dachte erst, die Frage geht in eine ganz andere Richtung tatsächlich. So, was denn? Ja, du bist jetzt Mitte 30, willst nicht mal irgendwann sesshaft werden, Familie gründen, bla. Ich dachte, du kommst jetzt irgendwie so um die Ecke irgendwie. Ja, wie sieht's denn da aus? Kein Bock. Also ich hätte schon, also ich habe immer gesagt, ich suche mir Hunde mit Frauen. Also eine Frau, recht? Was? Ich finde halt Hunde übelst nice. Ich wollte schon immer Hunde haben. Ich suche Hunde mit einer Frau. So, das war so immer so der Joke. Hatte ich jetzt mal. Ist nicht so gut gelaufen. Ja, und deswegen denke ich mir jetzt erstmal, also ich habe jetzt gerade nicht so Bock auf eine Beziehung, aber auf Hunde. Also gehe ich jetzt wahrscheinlich Anfang Februar ins Tierheim und versuche da einen Hund zu adoptieren. Geil. Ja. Geil. Okay, ich mache jetzt einen Wild Guess. Ich glaube, deine Lieblingsfarbe ist blau. Ich sag gelb. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Es ist lila. Es ist lila? Kalle, ich habe seit 4 Jahren lila Haare. Hier zu dieser Lieblingsfarben-Sache. Ich habe nicht eine Lieblingsfarbe. Ich verstehe gar nicht, wie man nur eine Lieblingsfarbe hat. Was ist deine Lieblingsfarbe, Kalle? Mitternachtsblau. Okay, aber deine Lieblingsfarbe ist doch nicht bei allen Mitternachtsblau. Ich finde, das ist die geilste Farbe. Okay, aber bei Essen? Ja, hä? Ich kann was ja ist deine Lieblingsfarbe bei Essen? Lieber Essen. Was ist das? Du hast doch bestimmt eine Lieblingsfarbe bei Essen. Nein, ich esse einfach Essen, wenn es mir schmeckt, Digga. Was ist das für eine Scheiße, die du hier gerade fabrizierst?
Okay, was ist deine Lieblingsfarbe bei Blumen? Blau. Okay, aber deine Lieblingsfarbe bei Klamotten kann ja wohl kaum blau sein. Du trägst fast nie blau. Das stimmt, aber das liegt auch daran, dass ich irgendwie nie Klamotten kaufe, sondern entweder jetzt laufe ich sogar mit meinem eigenen Merch rum oder ich habe hier Corrupted Blood oder irgendwie von Sterzig oder von irgendwelchen Kollegen, die mir was zuschicken. Also ich kaufe halt nie Kleidung und ich kann nichts dafür, wenn die keine blauen Kleider rausbringen. Ne? Was ist deine Lieblingsfarbe bei Haaren? Bei Haaren? Rot. Ja. Und blond, finde ich auch gut. Was ein Zufall. Du blöder Flirtomat. Keine, nicht im Stream. Dass du von mir mit Sonja flirten würdest. Ich habe übrigens was gekauft. Ah, cool. Ja, zeig mal. Yeah. Wieso? Wer gibt für sowas Geld aus? 15 Euro. Kalle stinkt. Mauki sieht irgendwie gerade aus wie so, also du könntest auch gerade meine Mutter sein, die dann irgendwie sowas für sich entdeckt und denkt so, ach guck mal, wie lustig. Hast du eine geile Mutter. Oh ja, so eine geile Mutter. Das findest du jetzt witzig, ja? Das waren jetzt gute 15 Euro. Weißt du, auch super, super, super heuchlerisch. Sagst, ey, ich mach das für das Geld, ich will mir einen Hof kaufen und für die Tiere. Und dann holst du dir so eine scheiß Pikachu-redende Pflanze mit AA-Batterien drin. Weißt du, wie viel Scheiß ich hier habe? Nur für die Streams? Das brauchst du mir nicht zu sagen. Ja, Sonja, man hat so viele Kostümteile, man hat so viel Scheiß einfach nur für die, das habe ich auch nur für den Stream gekauft. Ja, schön. Und was ist also, jetzt der Mehrwert? Ja, Leute haben doch gelacht. Das Ding ist, ich muss übelst pinkeln, mein Hund muss gleich raus, ich würde das tatsächlich hier gerne beenden. Kalle, du schreibst mir bitte noch auf WhatsApp, wen du nicht magst und warum und gibst mir ein bisschen Gossip und ich gebe dir meinen. Okay. Ganz einfach, Tausch gegen Tausch. Was soll das? Warum werde ich schon wieder ausgeschlossen? Nee, ich schreibe dir das ja dann. Ah, geil, okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das so vertrauenswürdig klingt. Ich hatte auf jeden Fall viel Spaß. Danke für die Einladung. Also ja, keine Ahnung was. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. War ich toll. Ich fand das auch toll. Vielleicht hören wir uns ja demnächst mal wieder. Das war was. Ganz irgendwie weird und ganz spontan. Und hast du nicht gesehen? Ich fand es eigentlich ganz angenehm. Ich habe jetzt ab und zu ein paar Leute geschrieben, oh ja, war jetzt ein bisschen weird, komische Mädels und bla. Ich habe mega viel Spaß gehabt. Ich habe mega viel gelacht.